der eigenen Hälfte, jetzt Zauberschlager über die Mittellinie. Ja, guter Ball in die Spitze auf Riedle Baku, der ist im 16er Baku. Tor! Riedle Baku macht hier das 1:1 nach einem richtig, richtig starken Vertikalpass von Xaver Schlager. Ich platziere direkt neben den Pfosten. Jetzt kommt erstmal der Ball rein. Havikos kann da verlängern. Baku am Meterpunkt. Und Metscher! Und Metscher taucht auf! Ich habe das gar nicht gesehen, weil so viel Kuddelmuddel war da im Hintergrund und so viele Berliner vor dem Ball standen. Gut Kick zu den neuen Weekly Wolves. Der dritte Spieltag in der Bundesliga-Saison 2021-22 steht an. Es geht gegen RB Leipzig und hier kommen die Fakten zum Spiel. Die Roten Bullen sind mit einer Niederlage und einem Sieg in die neue Saison gestartet. Und genau wie bei unseren Wölfen hat seit dieser Saison auch ein neuer Coach das Sagen. Jesse March kam im Sommer aus Salzburg nach Leipzig. Und für den 47-jährigen US-Amerikaner ist es bereits die zweite Amtszeit bei den Sachsen. Die erste war in der Saison 2018-19, damals als Co-Trainer. Beim letzten Aufeinandertreffen mit Jesse March als Assistenten von Ralf Rangnick setzte es eine 2:0-Niederlage gegen die Jungs von Rasenballsport. Und blickt man auf die Gesamtbilanz, dann gab es in bisher 15 Duellen 3 Siege, 5 Unentschieden und 7 Niederlagen. Anpfiff in der Volkswagen Arena ist am Sonntag um 17.30 Uhr. Am Donnerstag wurde dann auch die Gruppenphase der UEFA Champions League ausgelost und unsere Wölfe treffen auf den FC Sevilla, OSC Lille und den FC Salzburg. Alle Infos zu den Champions League Spielen findet ihr auf unserer Homepage und Tickets für die Spiele könnt ihr ab Montag erwerben. Auch in Sachen Personal hat sich wieder was getan. Der VfL hat Luca Waldschmidt von Benfica Lissabon verpflichtet und seine ersten Momente im grün-weißen Trikot könnt ihr bei uns auf dem Kanal in seinem WhatsApp finden. Viel Spaß! Nach langen Wochen der Vorbereitung starten die Wölfinnen am Samstag um 13 Uhr gegen Potsdam in die neue Saison und die Vorfreude ist riesig. Generell freuen wir uns, glaube ich, alle, dass es jetzt losgeht. Ich glaube, mit Potsdam kommt gleich schon eine Hausnummer auf uns zu, wo man gleich mal weiß, wo man steht. Aber ich denke, wir freuen uns alle, wir haben uns gut vorbereitet und ja, freuen uns auf das Spiel. Am Sonntag wurde die zweite Runde in der UEFA Women's Champions League ausgelost. Der Gegner für die Wölfinnen heißt Girondins Bordeaux und das erste Aufeinandertreffen findet kommenden Mittwoch im AOK-Stadion statt. Wenn ihr nicht vor Ort seid, könnt ihr das Spiel natürlich auch live bei Wölfe TV sehen. Hier gilt das Gleiche, Vorfreude auf jeden Fall. Und ich denke, dann nehmen wir jeden Gegner, der kommt. Es wird auf jeden Fall schwierig. Wir müssen da unsere Leistung auf den Platz bringen und dann freuen wir uns auf die Herausforderung und wollen natürlich in die Gruppenphase kommen. Bereits zum dritten Mal findet aktuell das Maximilian Arnold Wölfe-Camp im Haus am Bernsteinsee statt. Beim Camp werden an krebserkrankten Kindern und ihren Familien ereignisreiche Tage am Bernsteinsee und beim VfL Wolfsburg geboten. Unterstützt wird das Projekt von der José Carreras Leukämie Stiftung und Maximilian Arnold. Zur Eröffnung des Camps am Donnerstagabend schaute der Wölfe-Profi höchstpersönlich vorbei und zauberte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein Strahlen ins Gesicht. Das war's mit den Weekly Wolves vorm Duell gegen die Roten Bullen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da, kommentiert auch fleißig mit euren Tipps zum Spiel und drückt die Daumen für ein erfolgreiches Wölfe-Wochenende. Bis dahin, macht es gut und bleibt gesund.